So, und da sind wir wieder. Und wir verkaufen mal. Was verkaufen wir denn? Schweinebraten verkaufen wir. Nam, 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 nam. Oh, Martum-Geschenk. Martum-Geschenk. Das wird ja immer besser hier mit dem Ruf. Guckt euch das mal an. Was ist das? Oh. Hier, guckt mal. Wer ist das? Ach so, soziale Kontakte. Freunde. Da. Guckt mal. Ist keiner drin. Er ist leer. Und wir ignorieren es auch leer, weil ihr mich einfach keiner anschreibt. Keiner nervt und keiner nervt nicht. Ist natürlich jetzt auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite nicht gut. Ah, ich wollte hier gar nicht hin. Ich wollte doch hier hin. So, danke. So, Martum-Gesellschaft. Ich bin bekannter. Und jetzt, wie viel brauche ich da? 20.000. Wo soll ich den herkriegen, ey? Na super, aber immerhin komme ich da jetzt in diese Hütte rein. Ich hole mir mal eben die. Guten Ach, guck mal. Tag. Wieder ein bisschen mehr. Zack. Jetzt will Ist ich mir noch eine mal Ehre, euch zu Diensten sein zu dürfen. alles reparieren und weiterverkaufen. So. Das war es, was ich eigentlich wollte. Wo sind denn Sachen, die nicht geschützt sind? Ich habe alles hier irgendwie. Hartgebäck. Was mit dem komischen Gesöff, was ich gerade bekommen habe? Da. Das beste Bier im Ostviertel. Wir wollen hier keinen, ich brauche keine Farbe. Wir wollen hier nicht den, Genuss von, Milch anregen. Das war alles. So. Boah, viel ich hier habe, ey, krass. Wird das nochmal verkauft? Ich weiß gar Was nicht, warum darf ich ich da an diesem rausgegangen bin. wundervollen Tag für euch tun? Ich weiß, es ist voll nervig, dass ich hier ständig was verkaufen muss. Das hier ist für Schmiedekunst. Die brauche ich. Und die brauche ich aber nicht. Das ist vermutlich für den Archäologenberuf. Oder wie heißt der? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber der ist auch ziemlich geil. Hätte ich den mal gemacht. Da muss man so alte Tafeln entschlüsseln. Das ist ziemlich cool eigentlich. Ich habe aber wieder die langweiligsten Berufe überhaupt genommen. Aber nichtsdestotrotz, da oben sind Baden, das ist toll, aber ich wollte eigentlich woanders hin. Ich wollte eigentlich nach hier. Ich bin hier aber richtig schon. Schicksal des schwarzen Reiters. Kohle wird benötigt. Zack. Zack. Ja, das Blöde ist, dass die zweimal nach Level sortiert sind, aber nicht unbedingt nach Gegend sortiert. Mit dem Kuchen. Was würde ich jetzt machen? Jetzt kommt nämlich. Ah, scheiße. Ich nehme noch nicht lange noch auf. 13 Minuten noch. Dann werde ich wohl auf den Zoss müssen. Wo ist denn der Zoss? Wo ist der denn? Wo ist denn hier der Stall? Ach ja, der war da hinten. So eine dämliche Stadt hier, die ist voll komisch gebaut. Blickt doch kein Mensch durch. So. Hüpf. Ach, ja, ich laufe dran vorbei. So, mein Gott, wo laufe ich denn hin? Bin ich blind? Hallo. So. Jetzt muss ich mal gucken. Dachsbauten. Ich muss hier hin. Dann reite ich da lang und darüber. Bin ich immerhin hier schon mal richtig. Ich wollte aber eigentlich nach Hobbingen. Ne, ich wollte nach Michelbingen. Aber da kann ich mich gleich porten. Also reite ich nach Dachsbauten. Jott. Komm, Pferdchen. Gleich wird es über die Ufer treten, das Pferd. Nein, es wird über die Brücke. Brücke? Ist der Weg? Und schon sind wir in Balfgurt. Balfgurt ist auch ein dämlicher Name. Wie heißt das denn nochmal? Balfgurt? Brückengau. Brückengau? Balkfurt, so heißt es. Hopp. Hallo, da sind wir schon. So, und da haben wir doch noch den Kuchen.
Ja, ich erinnere mich an diese dämliche Kuchenquest. Deswegen bin ich hier, wegen dem Kuchen. Ach, kacke. Der schwarze Reiter. Ich bin jetzt echt wegen dieser blöden... Na gut, egal. So, was soll ich machen? Mir den Kuchen nehmen. Und den dann... bei Heidehornbläser. Und Heidehornbläser ist wahrscheinlich... da. Ernsthaft? Ich soll da rüberlaufen? Super. Scheiße, jetzt kann ich das wieder nicht abbrechen. Ja, abbrechen. Bitte. Bitte. Was benötigt ihr? Oh, was sehe ich denn da? Guckt mal hier. Ich habe hier oben und... oh, ich kann nicht beides. Was habe ich denn da? Vitalität? 52, 65 und hier habe ich, ja gut, die ist natürlich deutlich besser. Und die sieht wahrscheinlich besser aus. Ich guck mal hin. Kann nämlich auch das anprobieren. Toll, da sieht man viel. Da sieht man genauso viel. Toll. Also nehmen wir lieber die Hose. Schnüffel nicht so rum. Ein Martum-Geschenk natürlich. Zack. Und eine neue. Hose. Die können wir mal bei Gelegenheit verkaufen. Tja, den Kuchen. Was sagt das? Das ist noch viel mehr. Ich muss mal eben gucken, ob ich noch irgendwo hier in der Gegend eine Quest habe. Oh. Konfrontation mit der Gefahr. Longos fehlender Wagen. Guck mal, da muss ich dahin. Schweine in Gefahr. Vom Auenland nach Bre. Spinnen im Steinbruch. Okay, okay. Wusste ich gar nicht. Was ist das? Ach, das ist... guck mal, wo das ist. Mein Gott, da ganz oben. Unruhiger Schlafplatz, das hier alles. Okay, dann gehe ich mal nach Froschmoorstetten und laufe dann da unten runter und hole diesen Wagen. Kommt das weg, das weg, das weg. So. Den Kuchen lasse ich hier. So, kannst du mich mal. Kannst einen dämlich ekligen Kuchen alleine fressen. Ups. Na komm, wo ist meine Uhr? Ist meine Uhr. So, sehe ich auch wieder was. Ich könnte die Chance natürlich nutzen und mal ein wenig einschmelzen. Wisst ihr was? Das mache ich noch eben. Waffenschmied? Nein, ich bin Schmied. Laden. Guck mal, ich kann nämlich auch tolle Sachen kaufen. Und hallo. Man kann nämlich auch hier unten. Tada! Meine Försteraxt. Kochutensilien, Gelehrtenlupe, genau, Gelehrter war das Ding. Landwirtschaft, Schürfer. Minus 0,25 Sekunden. Drechsler. Oh, der bessere Schmiedehammer. Schneiderwerkzeug und hier die Sachen kann ich alle noch nicht lernen. Schade. Aber ich kann die Sachen alle lernen. Komm. Kann man nämlich, dann halten die Schmiedehammer nämlich auch ein bisschen länger. Oh, wie lange das dauert. Schnarch. Schnarch. Oh, da penne ich ein. So, Schmiede. Lehrling, einschmelzen, Kupfer. Verdammt, das Handwerk ist immer so öde. Man kriegt aber immerhin fast 80 EP dafür, für den Kram. Finde ich schon beeindruckend. Kupfer habe ich jetzt jede Menge. Ist ja nicht mehr Zinn. Nee, mein Bronze ist hier. Ich blicke hier nicht mehr durch. So, Zinn. Haben wir auch nochmal zwei. Das ist eigentlich genauso viel. Und das Gute ist, dass das hier natürlich immer weiter sich ausbaut. Da habe ich dann später... okay, das habe ich da jetzt nicht. Edel, Bronze.
Brauchen wir auch nochmal. Dann habe ich nochmal Bronzebarren. Ich weiß nicht, wofür ich die brauche, aber... Kritische Chance 5%. Da gibt es dann unter Umständen 4 auf einmal. So viel Glück werde ich aber nicht haben. Wie gesagt. So, Geselle. Lass mich mal schauen. Das ist... Ah, das ist das, genau. Schmied, Schneider. Schneider kann ich... Habe ich da überhaupt schon mal irgendwas gemacht? Ich brauche leichtes Leder. Das ist immer so das Dämliche, dass ich zwar den Beruf habe, aber die Komponenten nicht bekomme, weil ich die damit kaufen darf. Das ist total dämlich. Schmiedehammer. So. Kurzer Ebereschenstab. Was haben wir denn da? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ja, kannst du. Kurzer Ebereschenstab. Guck mal. Zack, ich kaufe einfach mal einen. Ich kaufe zwei. Und mache den. Ja, guck mal. 4 Stück brauche ich. Habe ich hier gerade noch. Und den machen wir auch noch. Können die anderen Billigdinger nämlich weg. Guck mal, jetzt leuchten die blau. Wow. Total egal. Buckelschild habe ich schon. Stufe 15, Stufe 16. Hier habe ich doch schon was von hergestellt. Bronzes Kettenglied. Das ist alles, was man dafür braucht? Das ist wirklich alles, was man dafür braucht. Dann würde ich sagen, mache ich mal so... Machen wir mal so 7 Stück. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen mehr Punkte. Weil jetzt kann ich nämlich alle herstellen, hier die schönen Sachen. Schön. Toll. Kann ich mir die komplette bronzene Rüstung bauen. Hier ist schwere bronzene Rüstung. Ich glaube, ab Level 16 kriegen wir schwere Rüstung. Wo ich hier das nicht abbrechen soll. Dafür brauche ich dann Bronzeplatten. Und das andere. Hierfür brauche ich nur das eine. Und dann Rüstung und Schulterschutz. Brauche ich beides. Dann mache ich hiervon nochmal. Wie viel habe ich davon? Bronzeplatten habe ich eine. Dann machen wir nochmal... 2 mehr. Das brauche ich nicht, das Fenster. Und die machen wir auch noch alle. Für, keine Ahnung, machen wir einfach mal. Mal ein bisschen Platz im Inventar. Da muss sie doch. Oh, also da gibt es ordentlich hier Erfahrungspunkte. Gibt leider hier immer nur 4 die Sachen, aber die hier geben dafür 6. Und die sogar 10. Also noch viel besser. So, jetzt haben wir erstmal alles hier veredelt, beziehungsweise, ja, und ja, die Dinger hier, die haben quasi keinerlei Wert, die kommen nämlich jetzt woanders hin, so, das kommt dahin, und das wird getauscht, warum habe ich jetzt 2 Angeln? Habe ich gar nicht, doch, habe ich wohl, Haupthand, einfache Angelrute. Tschüss. Ich kann mal weg. Was war das? Beschleuniger, Bezwinger, bla, Taten. Genau, und wir sind... nicht ganz. Dann gehen wir mal den Wagen von Longo uns schnappen. So, Longos vermissten Wagen. Oh, ein Weißschwanzbock. Ich dachte, es gibt nur Weißschwanzrehe. Da gibt es ganze Familie hier. Ist ja nicht zu glauben. Ah, jetzt hat er auch die richtige... Ah, sehr gut. Für die ist immer, der hat immer die Quest in dem Ding, was am nächsten dran ist. Und das ist in dem Fall genau das. Wo bin ich hier? Was voller Wölfe? Und eine Spitzmaus. Und ich muss da hoch. Ich glaube, ich muss wirklich da hoch. Kacke. Komme ich da hoch? Sobald ich diese
Kupfer mit meiner neuen Axt abgebaut habe, die jetzt... Passt auf, merkt er? Merkt er? Da, direkt gemerkt. 0,25 Sekunden schneller gewesen als vorher. Sofort aufgefallen. Sofort aufgefallen. Oh, eine reichhaltige, die können wir nicht liegen lassen. Das ist natürlich dann, gerade hatten wir einen groben Wettstein und zwei Brocken. Und jetzt haben wir direkt vier Brocken und noch ein Achat. Ein Achat. Achat. So. Irgendwo hier ist jetzt dieser verlassene Wagen. Über den. Ein Hobbitwagen. Was kann der? Ja, einige lose Pfeifenkrautblätter. Und die müssen wir wieder abgeben. Ja, da würde ich sagen, machen wir uns doch mal auf den Weg.